So, dann machen wir auch mal genau da weiter. Ohne Ablenkung, ohne alles. Also, wir brauchen wieder eine große Requester-Chest in der Mitte. Da, da. Wo ist die Mitte? Hier ist die Mitte. Das müsste von derselben. Ja, haut hin. Dich hatte ich nur gebraucht, um zwischenzeitlich ein bisschen auszusortieren, ne? Ja, hier, die kannst du mal mitnehmen. Den Blueprint können wir eigentlich vernichten. Ja, genau. Weil das ist momentan nicht mehr aktuell. Aktuell wäre es mit braunen Mauern und so weiter. Und Chitinmauern, die ich zwischendurch auch immer wieder bauen sollte. Und baue einfach mal spaßeshalber eins davon, während wir hier die Maschinen aufstellen. Also wir brauchen jetzt die Gem Grinder. Die sehen doof aus und haben keine Mitte. Ich probiere mal... Natürlich ist der eine einzige Baum im Weg. Ich probiere mal so. Das könnte noch zu denen dazugehören. Also es ist 2x4, schätze ich. Und ich darf nicht gucken, wie die Grafik aussieht. Ich muss nur gucken, wie der gelbe Rahmen ist. Das heißt, du bekommst jetzt mal Chunks of Diamond. Das heißt, du brauchst Crushed Diamond. Das heißt, ihr braucht alle das Crushed-Zeug. Crushed, Crushed. Crushed. Ups, das habe ich doppelt. Crushed. Und was war jetzt mit Topaz? Ja komm, machen wir den auch mal hier. Den darf ich aber nicht hier machen, sonst ist irgendwann die Kiste voll mit Topaz. Sehr unwahrscheinlich. Er ist wirklich sehr unwahrscheinlich. Tu mal Topaz Ohr auch hier rein. Und zwar ruhig 400. Das wird auch nicht voll werden. So, das heißt, du kriegst jetzt Diamanten angeliefert und du müsstest sie doch eigentlich schon bekommen. Ja, klappt. Okay. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Also ja, wir können das so aufbauen. Das heißt, das geht richtig schön auf. Also erst die Ärmchen. Stopp. Nee, warte, wenn wir... Das war ein Denkfehler bei der Anordnung. Wir brauchen gar keine Smart Insert. Wir müssen nur erst die Fabriken hinstellen, ihnen erst sagen, was sie herstellen sollen. Und dann geht es auch mit ganz normalen Dingern. Das heißt, du machst bitte grün. Kriegst dann Ärmchen. Ja, die legen jetzt aber falsch. Aber das ist okay, die sammle ich gleich von Hand auf und dann ist gut. Das heißt, da kommt einer hin und da. Und du machst jetzt bitte Rubin. Wir müssen die nochmal kurz weg. Und du machst Saphir. Jetzt gehen wir wieder hin und alles ist gut. Jo. Die bräuchten jetzt alle noch Speed-Module. Habe ich jetzt nur nicht so viele. Deswegen kriegen die erstmal alle nur eine. Muss ich später irgendwann ersetzen. Und wir brauchen noch Ausgangskisten. Haut das jetzt hin, wenn wir das so machen? So? Ja, scheint aufzugehen. Okay, also unten einen blauen. Oben einen roten. Das haut alles hin. Ja, guti. Das heißt, wir haben jetzt die Chunks. Ab Chunks musste ich vorsichtig sein, oder? Was ab Polish? Nein, hier Raw. Raw brauchen wir. Ab Raw müssen wir vorsichtig sein. Das heißt, hier theoretisch das Ganze nochmal. Ja, das ist so langweilig. Na komm, ich gönne mir eine kleine Pause. Und zwar gönne ich mir die Pause, indem ich bei den Roboports mal gucke. Da, ich hätte gern die tollen neuen Roboports. Dann warte ich kurz, bis der durch ist, breche den dann ab. Und dann versuche ich das Muster mit den Roboports hinzubekommen. Das wäre nämlich echt schick. Und würde auch gleichzeitig das Problem hier lösen, weil der Roboport ist im Weg. Oh, und das hier hätte ich eigentlich echt ganz gerne weg. Also ja, es ist immer noch viel, was ich gerne machen würde. Ich hoffe mal, das Spiel erlaubt mir weiterhin so ein bisschen rumzublödeln.
Und nicht jetzt irgendwann plötzlich anzufangen mit riesen super duper Killer-Mutationen. Die Fließbänder können weg. Die Dinge arbeiten alle auch schon in die Kiste rein. Wir brauchen die Fließbänder hier gar nicht mehr. Roboter, mach bitte die Fließbänder weg. Und auch die Strommasten. Und die Fließbänder. Und die da. Nicht die Kisten. Kisten sind wichtig. Und die sind alle schon leer. Also jetzt ist es nicht mehr ganz so schlimm. Aber wenn das jetzt eingetreten wäre, ohne dass wir diese Verdreifachung der Ressourcen jetzt hätten, hätten wir echt ein Problem. Weil dann müssten wir uns die nächste Basis suchen. Und die wäre da. Die wäre ziemlich schwer zu halten. Das wird immer garstiger. Aber ja, hoffentlich haben wir ja bald die Möglichkeit, das alles so zu machen. Das heißt, wir machen die hier mal weg. So, gucken, wie viel Erz wir haben. Oh. Oh. Wir haben 31.000 sauberes und 4.000 dreckiges. Was machen wir jetzt mit dem sauberen? Das saubere müsste alles noch eingeschmolzen werden, ne? Ja, wird es auch und es wird ja auch noch benötigt für die Chips. Stimmt. Also jetzt, wo ich so lange mit den ganzen neuen Sachen hier rumgespielt habe, gucke ich mal ganz kurz zu den alten Sachen, was da jetzt so passiert. Weil zum Beispiel das Ding hier sollte ich doch eigentlich ausstellen. Stopp. Aber wir brauchen keine grünen Chips mehr. Die werden anderweitig besser produziert. Wir brauchen auch keine roten Chips mehr. Blaue Chips lasse ich mit mir reden. Und lila Chips, da sparen wir uns halt das Rubber da. Das ist also okay. Du bekommst jetzt aber gar keine Schwefelsäure mehr. Habe ich wieder irgendwo ein Rohr gekappt oder? Oh. Und Sludge ist ein Problem. Ja, warte. Ich hätte gerne eigentlich eine super duper große Kiste, aber die können wir noch gar nicht. Mach eine davon. Du da und du bekommst jetzt mal einfach zwei ganz schnelle Ärmchen. Weil da können jetzt auch ruhig die Knödel rein. Das ist alles kein Problem mehr. So, die nehme ich jetzt alle mit. Weil schnelle Ärmchen kann man immer gebrauchen. So, dann hat mein Spieler immer gerade nichts zu tun. Das heißt, ich stelle Landfill her. Ganz, ganz viel Landfill. Und ich habe übrigens immer noch keine Idee mit dem Tank, was da passiert ist. Ich würde echt ganz gerne die Lasertank mal ausprobieren. Vor allem jetzt, wo das Auto so tierisch, tierisch langsam geworden ist. Aber die zwei Kisten kommen nicht mit der Arbeit hinterher. Was ein wenig komisch ist, weil es gibt ja eigentlich sonst keine Arbeit mehr. Deswegen, also für die Flüssigsachen, haue ich die hier nochmal hin. Als kurzfristigen Puffer. Achso, weil die Fließbänder zu langsam sind. Ich hatte irgendwo eine Fabrik gebaut für schnelle Fließbänder. Aber die lief irgendwie so halbautomatisch. Wo war die? Sehe ich jetzt nicht. Läuft denn hier bei der Schwefelsäure alles richtig? Ja, es läuft alles okay. Das heißt, ich würde irgendwo was gekappt haben und deswegen lief es da oben nicht. Aber das ist dann halt so. Dich brauchen wir nicht mehr. Was bist du? Ach, die Engine-Anlage. Haben wir schon unten Engines hingestellt? Nee, ich glaube nicht. Mach mal bitte daraus eine große Kiste. Dass wir da auch Zugriff drauf haben. Na, ihr arbeitet. Habt ihr auch durchgehend Öl, das ist alles okay. Oh, und ich muss dann denken, immer wieder zwischendurch Steam Engines zu bauen. Woran hapert's? An Eisen. Also, weil ich nicht so viel Eisen immer auf einmal im Inventar habe. Okay, das erhöhen wir jetzt mal auf 600. Dann passt das schon irgendwie.
Stahl ist alle. Warum ist Stahl alle? So, weil er nicht... Doch. Achso, unser Stahlverbrauch ist ja, hat sich ja erhöht. Aber wir müssen doch gar keinen Stahl mehr gießen. Stahl stellt ihr doch auch inzwischen her, richtig? Wo ist eine Kiste? Da ist eine Kiste. Ja, 3400 Stahl. Hör auf. Hör auf, Carbon zu bekommen. Dann hörst du auch auf, Stahl zu produzieren. Ja. Oh, wir haben ja keine Stahlzahnräder. Das könnte somit das ziemlich einzige sein, was wir noch herstellen mit dem ganzen Zeug. Aber nee, erstmal nicht. Erstmal haben wir auch nicht so viele Sachen, die Stahlzahnräder brauchen. Das ist okay. Das nicht gießen, das nicht gießen, das nicht gießen. Das heißt, jetzt sollte die Schlacke wirklich nach und nach abgebaut werden und dann kein Problem mehr darstellen. Okay. Das ganze hässliche Ding kommt jetzt auch mal weg. So. Hatte ich die Robopost jetzt gebaut? Ja, zwei Stück, sehr gut. Achso, und wir forschen gerade gar nicht, fällt mir auf. Achso, weil die nächsten Roboports so schweineteuer waren. Ja, nee, ich muss auf die Rüstung hier zugehen. Ich muss die Power Armor MK2 irgendwann bekommen. Wir brauchen dafür 450 Alien-Artefakte. Das kriege ich hin. Aber ich habe dann nicht die Artefakte, um das Ding da zu bekommen. Momentan zumindest. Außer es greifen ganz viele Königinnen an. Aber ich hoffe, dass ich so ein paar Artefakte rauskriege, wenn ich die Munition regelmäßig herstelle und in alle 10 Folgen oder so eine Basis angreife, weil ich dann genug habe für eine Basis. Alternativ könnte ich noch bessere Drills herstellen. Technologie-Packs haben wir, ne? Pumpjack MK5. Oh, da sind wir aber noch gar nicht so weit. Und ich kann hier leider nicht gucken, was man dafür braucht. Ja, System, kannst du mir sagen, wo ich Pumpjacks herstellen kann? Nö. Das geht nicht. Das will ich nicht. Die Extra Large wären eventuell noch interessant. Das geht nicht. Was, es kostet zu wenig. Mach das einfach mal. So. Die Anlage müsste ich eigentlich so umstellen, dass jetzt die Knödel da automatisch angeflogen werden. Aber das mache ich auch nicht hier. Das kommt wieder nach unten. Das kann weg. Das dürfte hier eigentlich alles weg können. Ja, denke ich schon. Der Marder ist auf dem Weg. Das Ding hier, was, du bist eigentlich jetzt nur dafür da, das Plastik abzugreifen. Das heißt, dich sollte ich eigentlich an die Plastikproduktion direkt dranhängen. Ja. Hör auf, die Zahnräder zu bewegen. Und wir werden die ganze Zeit beschossen. Das ist aber okay, weil er scheint näher ranzurücken. 170 Türme schießen. Das klingt nach einem King. Das ist gut. Das heißt Smaragde. Und was? Wir haben 7 Königin-Eier im Inventar. Sehr schön. Stell bitte her ganz viele Artefakte. Das haut vielleicht doch hin mit der Rüstung. Also ohne, dass ich auch losziehen muss. War das jetzt irgendwie ein Schwung von Königin, die angegriffen hat? Oh, das kann sein, weil wir uns so nah an die andere Basis rangewagt haben. Da haben wir definitiv eine Königin gesehen. Na gut, trotzdem mache ich ganz kurz den kleinen Kram hier zu Ende. Damit weniger da ist, wo ich suchen muss nach den Sachen, die ich eigentlich machen will. Das hier noch alles weg. So, weißt du was, Roboter, macht mal das hier weg. Dann gucken wir später weiter. Und ich denke, ich sollte mich jetzt darum kümmern, das mit den Edelsteinen nochmal weiterzumachen. Hatte ich ja am Anfang der Folge ein bisschen aufgeschoben. Aber da ist jetzt ein guter Zeitpunkt für. Das heißt, ich gucke jetzt den Abstand. Ich kann nicht sehen, wie der Abstand ist, weil überall Abdeckung ist. Ich nehme jetzt mal so einen Roboport. So einen tollen. Der ist da. Kann nirgendwo sehen. Aber ich denke, wenn ich ihn hier hinsetze. Also hier ist er. Da
Da ist er unter dem. Dann haben wir 1, 2, 3 beim vierten. Da setze ich ihn dann auch wieder drunter. Und dann haut das hoffentlich hin mit der Abdeckung. Das heißt, wir brauchen dann hier wieder... Der Robot ist breiter. Warte. Weg. Weg. Zweierschritte? Nein, dann bin ich hier mittendrin. Das war jetzt schlecht gewählt, Gerogon. Sehr schlecht gewählt. Wir verschieben das Ganze nach ein links. Und könnte irgendjemand den Sniper töten, bitte? So, du warst nur eine Kiste, die ich da hingestellt habe, damit ich Sachen reinschmeißen kann. Ja. Dann nimm bitte den Roboport, tu den dahin, bau den ab. Putze, 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 putze. 1, 2, 3, 4. Der da kann weg. Das heißt, du kannst auch weg. Und hier kommt Stu hin. So. Weg. Weg. Alles wegmachen. 1, 2, 3. Und hier im Wasser wäre dann irgendwo der Roboport. Die wollen mich doch alle veräppeln. Was? Da.